Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Also ihr hört schon Polyglotte Konferenz, also ich spreche mal auf Deutsch. Mein Name ist Stefan Zörner. Ich arbeite für die Firma Embark in Hamburg. Wir machen so Sachen um methodische Softwarearchitektur, würde ich mal sagen. Also da gehört sowas dazu wie Architekturentwurf, Architekturdokumentation auch, ne? Also wie halte ich eine Architektur fest? Und Bewertung halt auch, ne? Also gucken, sind das gute Entscheidungen, die wir da getroffen haben. Das sind so Sachen, die wir tun von der Historie. Ich habe ursprünglich mal bei der Bayer AG gearbeitet, habe lange bei IBM gearbeitet, also viele Dinge gesehen. Und nun toben wir uns halt bei Embark aus. Den Titel muss ich, glaube ich, erklären. Dieser Name Architekturbewertung, dann umgekehrte Architekturbewertung. Einfach mal für mich so zur Einschätzung, wem sagt denn Architekturbewertung was? Also was Architekturbewertung ist? Also jetzt ganz mutige heben die Hand, genau. Also ich denke mal, bei jeder hat irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich meine, nörgeln ist doch einfach, wo ist das Problem? Ja, genau, das ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ich würde deswegen erstmal einmal kurz erklären, was wir unter Architekturbewertung verstehen, um dann zu erklären, was eine umgekehrte Architekturbewertung ist. Weil das muss man, glaube ich, vorher verstanden haben, sonst versteht man das gar nicht. Und dann halt eben einfach mal zu gucken, was tun wir? Also fangen wir einfach mal an mit Architekturbewertung. Wenn man das macht, also wir verstehen unter Softwarearchitektur eigentlich so die wichtigen Entscheidungen, die man so trifft, die so im weiteren Verlauf nur sehr schwer zurückzunehmen sind. Beziehungsweise wenn ich bei der Entscheidung falsch liege und sie nachher revidieren muss, dann wird es halt teuer. Das ist so eine typische Architekturentscheidung, sind halt sehr teuer, sehr riskant, wenn man da falsch liegt. Und wenn man eine Architektur bewertet, dann macht man das normalerweise so, dass man sich als erstes mal die Anforderung anguckt. Also was war überhaupt die Aufgabe? Also, was haben wir so für Ziele, welche Qualitätsmerkmale sind wichtig, das sind so typische Dinge, die so am Anfang stehen und das bricht man noch ein bisschen weiter runter, also ist ein bisschen mau, wenn man einfach nur sagt, ja, uns ist Performance ist uns super wichtig und Benutzbarkeit ist uns auch super wichtig und Sicherheit ist auch total wichtig, also kann ich jetzt irgendwie nicht viel mitmachen, das heißt, das wird weiter runtergebrochen, bisschen konkretisiert, da gibt es halt entsprechende Methoden für und dann guckt man halt eben sich die Architektur an, guckt sich die Entscheidungen an, die getroffen worden sind und guckt, passt das? Also passen die Entscheidungen, die da getroffen worden sind oder die wir treffen wollen, je nachdem, wann man das macht. Und hat dann so ein paar Sachen, die da rauskommen. Also Sachen, die da typischerweise rauskommen, sind dann so Stärken und Schwächen, die ich da halt herausarbeiten kann. Unter Umständen stelle ich Risiken fest. Also bestimmte Dinge erreiche ich vielleicht nicht oder nicht gut. Oder es ist auch ein typischer Outcome ist von so einer Bewertung. Ich habe eine Entscheidung, man könnte das so machen oder so machen. Wenn ich das so mache, ist es halt eben gut für das eine Ziel. Wenn ich das so mache, ist es gut für das andere Ziel. Da muss ich halt eben ausbalancieren. Da muss ich halt vielleicht einen Kompromiss finden. Das ist so das, was bei klassischer Architekturbewertung so im qualitativen Bereich passiert. Und das ist sehr gut verstanden. Da gibt es viele, viele Methoden, die das tun. Die berühmteste ist sicherlich ATAM. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Ja, also, was ihr irgendwann mal irgendwie auf einen Berater trefft, ein interessanter Test vielleicht, ne, müsste man vielleicht die Architektur mal bewerten und dann sagt, ja, vielleicht sowas wie ATAM oder so, einfach mal fragen, was das heißt. Also bei vielen Beratern ist da schon Schluss. Ne, also das Buzzword kennen sie noch, aber ihr lernt das jetzt. Der erste Architecture Trade-off Analysis Method, das sagt man nur deswegen, weil das Trade-off sind genau diese Kompromisse. Also die Methode ist darauf getuned, genau diese Kompromisse herauszuarbeiten. Und das machen wir hier nicht, weil wir machen ja eine umgekehrte Architekturbewertung. Was ist denn das jetzt? Also eine umgekehrte Architekturbewertung funktioniert so, dass ich nicht bei den Anforderungen starte, sondern ich starte bei der Lösung. Also ich gucke mir halt eben die Architektur an, im konkreten Fall gleich Netflix, gucke mir halt eben die Architektur an und gucke halt, was finde ich da für Entscheidungen, die da getroffen worden sind, was für Lösungsansätze finde ich da drin, sind vielleicht bestimmte Prinzipien, die ich da entdecken kann, die da eingehalten werden. Und daraus ziehe ich Rückschlüsse, wie müsste denn jetzt eigentlich mein Kontext sein, wie müsste meine Aufgabenstellung sein, damit das gut ist? Also welche Rahmenbedingungen müsste ich haben, welche Ziele müsste ich haben, welche Kompromisse wären für mich okay? Also ja, im Zweifelsfall ist mir das tatsächlich wichtiger als das, das passt so für mich. Und das fanden wir spannend, also ich habe das mit meinem Kollegen Stefan Todt zusammen Ende letzten Jahres gemacht, ein bisschen genauer alles angeguckt. Warum jetzt genau das tun und speziell auch warum jetzt für Netflix tun? Netflix ist relativ auffällig. Ja, es ist halt eben, ihr müsst das nochmal vielleicht ein bisschen differenzieren. Also ihr seid, denke ich mal, alles so, keine Ahnung, in Berlin, so Startup-Hipster, irgendwie sowas, weiß nicht. Also wenn man jetzt eher so klassische IT anguckt, bevor
bevor Netflix irgendwie online war in Deutschland, das ist im Oktober, glaube ich, gewesen, Oktober, November, war das vielen Leuten nicht ein Begriff. Also häufig gibt es IT-Leute, hat mir gerade noch einer erzählt, ich kannte Netflix schon, bevor ich das Produkt kannte. Ich wusste gar nicht, was die machen, aber ich kannte den Stack. Das ist halt eben, wenn man so mag, auffällig. Ne? Das ist halt eben, wenn man sich das anguckt, das ist recht Buzzword-compliant. Ne? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen rausgenommen, also Cloud zum Beispiel, ganz fett drin. Microservices, habe gehört, für Microservices soll es mittlerweile schon eigene Konferenzen geben. Ja? Also es ist schon recht, ich habe einfach noch ein paar Sachen dabei gepackt. Und viele Sachen sehen erstmal interessant aus. Und die Leute fragen sich dann natürlich, ist das nicht was für uns? Könnten wir das nicht auch benutzen? Passt das vielleicht auch bei uns? Ja, das tun viele. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja natürlich, ne, also andere Leute benutzen das ja auch, also wird es wohl irgendwie gehen. Kommt halt drauf an, aber dieses kommt halt drauf an ist ein bisschen mau. Ne? Also ich meine, etwas konkretere Aufgabe haben oder konkretere Aussage dazu haben, wann kann ich das denn jetzt benutzen? Genau deswegen diese umgekehrte Architekturbewertung, weil ich kann dann beispielsweise die Rahmenbedingungen kann ich halt eben mit meinen vergleichen. Ne? Sieht das bei mir ähnlich aus? Kann mir die Kompromisse angucken. Wäre das für mich auch okay? Wäre das für mein Business okay? Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Um das trendy nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, also wie trendy ist das jetzt wirklich? Lustigerweise ja gerade James Lewis, weiß nicht, wer war bei James gerade hier im Talk, wahrscheinlich der ein oder andere, ja viele, hätte ich vielleicht gar nicht reinpacken müssen. Den Technology Radar kennt ihr vermutlich auch, ist jetzt gerade im Januar auch neu erschienen. Und das ein oder andere, was Netflix macht, taucht da halt eben in diesem Radar auch auf. Also entweder Technologien oder Sachen, die machen, oder mittlerweile als ein Blimp sogar einfach der Netflix-Stack. Einfach so, fährt da so rum in dem Radar. So gesehen halt ganz spannend. Und ich werde immer mal gleich während des Talks, wenn so ein Ding kommt, was auch so ein Blimp in dem Radar ist, werde ich darauf hinweisen, das ist übrigens was dort auch genannt wird. Also gut. Fangen wir vielleicht mal klein an. Ja, also was ist Netflix eigentlich genau? Gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, habt ihr schon gehört? Ja, also das ist Online-Streaming. Was der ein oder andere dann aber vielleicht schon nicht mehr weiß, ist, dass sie nicht damit gestartet sind. Ja, das ist halt eben, damit sind die halt eben in Deutschland halt auffällig geworden, aber dass die halt eben eine Geschichte haben, das weiß dann vielleicht der ein oder andere schon nicht mehr. Das ist eigentlich ein recht klassisches Business gewesen. Die haben angefangen mit dem Versenden von DVDs und Blu-ray-Disc. Das ist so das, was Amazon Prime bietet das auch an. Früher hieß das, glaube ich, Love-Film bei Amazon. So ein selten blöder Name eigentlich. Und was heißt, man kriegt halt eben DVDs geschickt, guckt die sich an, schickt die wieder zurück und hat dann so eine Queue. Von dort werden dann halt einfach neue DVDs geschickt. Und so ist Netflix in Amerika gestartet und hat einen ganz klassischen Rechner im Rechenzentrum stehen, hatten da einen Java-IE-Stack und haben da entsprechend dann halt eben ihre Sachen mit verwaltet. Und erst in dem Moment, wo sie dann in dieses Online-Videogeschäft gegangen sind, haben sie halt genau die Technologien halt ins Rennen geschickt, die wir uns jetzt angucken würden, die alle Leute so cool finden. Also die haben tatsächlich auch eine Geschichte und sie haben auch eine starke Java-Geschichte, was man halt eben der Technologie oder den Technologien, die dort eingesetzt werden, auch ganz gut ansieht. Genau, jetzt einfach mal so von der Größenordnung. Ich habe einfach mal von der Marketingseite habe ich einfach mal sowas runtergepeppt und einfach mal so eine Größenordnung. 57 Millionen Mitglieder nennen die das. Ich nehme mal an, das sind zahlende Mitglieder. Gucken werden wahrscheinlich noch viel mehr. Also einfach in so einem Haushalt sind da einfach mal nochmal ein paar Leute, die dann halt eben auf diesem Mitglied-Account gucken. Recht verbreitet mittlerweile schon in der Welt. Idee schlussendlich, ich zahle einmal im Monat einen gewissen Betrag, kann dann gucken, so viel ich will. Also es gibt keine Inhalte dort, die ich irgendwie separat dazu kaufen könnte oder so. Und es ist halt wirklich nur genau das und das ist es. Von der Größenordnung her, ne, im Titel irgendwie was wie Internet-Gigant stehen haben, das ist okay, groß ist jetzt schon erstmal so eine, wie groß ist jetzt eigentlich groß? Das wäre jetzt eher so eine Business-Geschichte mit der Anzahl Kunden. Ich habe auch nochmal so ein paar technologische Sachen für einen Einstieg, dass man mal so ein Gefühl kriegt, was heißt jetzt groß? Wir werden gleich sehen, reden da von Services und Applikationen, so 100 plus, ne, bis wir da so im Gelände sind, Milliarden Requests am Tag, 70 Milliarden Events am Tag, die Zahlen sind von Ende letzten Jahres, zehntausende EC2-Instanzen, das klingt schon sehr beeindruckend. Hier diese Größe von der Cassandra NoSQL-Datenbank mit den Terabytes fand ich auch sehr beeindruckend, wenn man einmal kurz innehält und sich vergegenwärtigt, dass das nicht die Filme sind. Also dann wäre das ja einfach. Ne? Das sind vor allen Dingen Metriken, die dort halt diese unglaublichen Datenmengen produzieren. Die Filme sind da gar nicht dabei, das ist noch was anderes. Die beeindruckendste Zahl, die, glaube ich, immer genannt wird, ist, wie viel Bandbreite die so verbrauchen. Je nachdem, wann man das so nimmt, ne? Also wann da gerade Peak-Time ist, bewegt sich das auch deutlich überhalb von einem Drittel der Bandbreite, was zu so total herrlichen Zitaten führt wie diesem hier. Das ist also mehr Bandbreite als Katzenvideo und Raubkopien zusammen.
Ja, das kann man sich so ungefähr so vorstellen. Das ist so die Größe von Netflix. Es gibt recht auffällige Sachen, die da an Inhalten haben. Also die haben Filme, die haben Serien. House of Cards sicherlich eine der bekanntesten. Wenn man sich jetzt so die Architektur von Netflix angucken will, also wie sieht das jetzt eigentlich wirklich aus, ist ein Bild schön, oder? Also ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist ganz grob die Architektur von Netflix. Also wir haben ganz oben haben wir die Clients. Sie unterstützen sehr viele unterschiedliche Clients. Gucken wir uns auch noch ein bisschen genauer an. Hab viele Services, nochmal differenziert so in Edge-Services. Halt eher fachlich motivierte Services halt eben da in der Mid-Tier und Persistenz habe ich unten und ich habe den querschnittlich. Und die Idee ist jetzt gleich, wir nehmen dieses Bild und gucken in verschiedene Stellen rein. Also wir gucken uns die Lösung im Detail an, gucken uns einzelne Aspekte an, mit der Idee, dass wir halt überlegen, okay, wenn ich das jetzt so machen würde, ne, wenn ich das jetzt auch so machen würde, oder wenn ich mir überlege, stellen wir uns mal vor, die machen das so, was heißt das eigentlich, welche Konsequenzen hat das? Ja, also was hat das für eine Auswirkung, wenn ich das tue, um dann nachher halt daraus abzuleiten, wie müssten Rahmenbedingungen aussehen, dass das halt eine feine Sache ist, was sie da machen. Und wir fangen mal klein an, ja, mit den Microservices. Ich glaube, eine Definition aufzulegen, was Microservices sind, macht so mittel Sinn. Ich mache es trotzdem mal. James hatte gerade diesen Beitrag schon erwähnt. Und was ich jetzt so im Nachhinein eigentlich an dem Beitrag, wenn man ihn liest, am spannendsten finde, es gibt ja viele Dinge, die sind nicht sauber definiert. Also es gibt auch nicht die eine Definition für Softwarearchitektur oder die eine Definition für Komponente. Trotzdem, ne, also dieses Ding wird immer genannt, aber die sind gar nicht so drauf, dass sie sagen, das ist halt eine Definition für Microservices, sondern sie haben halt diese charakteristischen Eigenschaften. Sie sagen, wir erwarten, wenn wir halt eben so eine Microservices-Architektur haben, also die Mehrheit dieser Microservice-Architekturen wird die Mehrheit dieser Charakteristiken beherrschen oder haben. Das finde ich auch einen recht interessanten Ansatz. Und dann habe ich halt eben bestimmte Dinge, die ich erwarten würde, die halt eben in so einer Architektur drin sind. Wenn ich jetzt Microservices verorten wollte in meinem Bild, wird das gar nicht so einfach, weil man sieht schnell hier, der Begriff taucht doch überall auf. Also es ist halt Services überall. Und ich könnte mir jetzt halt eben diese Idee, Services überall von unterschiedlichen Dingen beleuchten. Und ich gucke jetzt einfach mal verschiedene Aspekte an von den Services. Das Erste, was man vielleicht tun könnte, wäre die Funktionalität. Also jetzt gerade bei der Definition gesehen, ist erstmal eine Applikation. Also Netflix wird dann halt, wenn man sich die Definition anguckt, als eine Applikation verstanden, die halt runtergebrochen ist in Services, die halt eben lose gekoppelt sind, also in eigenen Prozessen laufen, wie es hier steht. Und dann ist schon mal eine erste spannende Frage, was ist denn dann da überhaupt eine einzelne Applikation? Was ist da ein einzelner Service? Also wie granular sind die Sachen? Wie kann man das fachlich auftrennen? Eigentlich kann das Ding ja nicht viel. Ne? Also wenn man sich das überlegt, also ich gucke halt einfach Filme, ne? Also wo ist da jetzt die Trennung? Ist aber tatsächlich so, dass wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, ist das schon sehr wohl eine recht klare Abgrenzung von einzelnen fachlichen Dingen gibt. Es gibt halt eben diese 100 plus Services. Ich habe hier einfach mal Beispiele rausgepickt. Sie nennen das Applications, also diese Bereiche, denen dann halt fachlich motiviert Services drin sind, die schnell überlegen, ja, ist schlüssig, ne? Ich kann mich da halt eben anmelden als Mitglied, ich kann halt suchen, es gibt so Themen wie Empfehlungen, es gibt Bewertungssystem, ich kann mir halt angucken, was ich geguckt habe, ich kann mir jetzt aus dieser DVD-Welt auch noch angucken, was ich mir mal geliehen habe. Das wäre so die fachliche Welt. Die sind teilweise auch sehr fein geschnitten, also feiner geschnitten, als man vielleicht erwarten würde. Beispielsweise, wenn ich einfach mal so aufs UI gehen würde im Web, gibt es oben so eine Suche, da kann ich anfangen zu tippen, also ich tippe einfach mal so ein S und ein C und dann kommt jetzt hier so entsprechend so eine Suche, mal eben schnell dann zum Beispiel Scarlett Johansson gleich als erstes und Arnold Schwarzenegger, also sehr schlüssig. Und ich habe halt noch eine weitere Suche, die halt eben diese Filme raushaut und alle Sachen, die jetzt hier einzeln gegrenzt sind, das sind schon auch separate Services, also schon sehr fein zerlegt, dass man sich da anguckt. Das wäre also dieser der fachliche Blick. Ich kann auch organisatorisch drauf gucken. Stefan hat gesagt, man muss mindestens einmal Conway's Law erwähnen, das wäre jetzt so genau der Moment, glaube ich. Ne? Ich kann natürlich auch gucken, wenn die jetzt diese fachlich motivierten Services haben, wie haben die das denn dann mit den Teams? Und es ist tatsächlich so, dass es Teams gibt, die für diese Services, für diese Applikationen verantwortlich sind und dann auch vollumfänglich verantwortlich sind. Das heißt also, die bauen die, die nehmen die in Betrieb und sind dann halt eben auch für den Betrieb verantwortlich. Es ist halt eben, gibt ja in dem Sinne keine klassische Steuerung oder so, es gibt auch keinen Release-Plan, also sie können releasen, wann sie wollen und tun das dann auch fleißig und mehrmals am Tag und alle durcheinander. Und jetzt kommt das erste Mal, was in dieser Netflix-Architektur auffällig ist, wenn man sich halt eben diese Sachen anguckt, sie haben eine ganze Reihe von Prinzipien. Und so Architekturprinzipien sind halt eben dazu da, so um Entscheidungen zu leiten. Das ist eigentlich so die Aufgabe von Architekturprinzipien. Und das ist halt ein recht auffälliges Freedom and Responsibility. Das ist immer so, ich kann grundsätzlich alles machen,
aber ich bin dafür verantwortlich, was ich mache. Also ich kann halt eben jetzt, was Technologien angeht, habe ich relativ viel Spielraum, kann nehmen, was ich will, ich kann auch den letzten geilen Scheiß nehmen, aber ich bin dafür verantwortlich, dass es am Ende tut. Das heißt, also dieses Risiko, das trage ich dann entsprechend mit. Und das hat gewisse Auswirkungen, muss noch angucken. Eine der Auswirkungen ist dann natürlich die Heterogenität der Systemlandschaft. Wenn man sich einfach mal anguckt, was die so haben, ne, muss ich halt so eine mögliche Sachen angucken, dann einfach mal sammeln. Wir haben das mal auf einer Folie getan. Ich habe einfach mal Dinge, die ich hier so Plattform genannt habe. Also ich hatte schon gesagt, sie haben recht starke Java-Historie, das heißt, also, Tom geht recht naheliegend, so was da rumschwirrt, aber sie haben auch andere Programmiersprachen, alles Mögliche, polyglotte Persistenz, auch satt da, wenn hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen steht, das heißt einfach nur, naja gut, das ändert sich ja auch regelmäßig, die Teams können ja machen, was sie wollen, das ist auch einfach nur das, was wir gefunden haben, das ist ein Nachweis ist, diese Sachen sind tatsächlich auch da, also diese Sachen benutzen sie tatsächlich auch. Gut. Und das hat natürlich Konsequenzen, ne, wenn man sich auch insbesondere so einen Technologiepark anguckt. Eine der Konsequenzen ist sicherlich, neue Technologien sind leicht ausprobiert. Die Teams können das ja dann einfach machen. Und das ist auch sehr unterschiedlich zum Umfeld, wo ich viel unterwegs bin. Also ich bin sonst eher auch in klassischen Unternehmen unterwegs. Also fällt da gerade so eine Geschichte ein, die recht frisch ist, noch von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen kennt. Also wer würde denn sagen, dass er in so einem klassischen Unternehmen arbeitet? So Versicherung oder Bank oder ja, es sind ja ganz wenige nur. Das ist nicht schlimm. Ne? Also, okay. Die haben dann sowas wie, sie nennen das alte Welt und neue Welt. Ja? Alte Welt ist, die Teile sind mit PHP gemacht, ja? Und irgendwann haben sie mit der neuen Welt angefangen und die neue Welt ist dann Java mit Java Server Faces. Das ist die neue Welt. Ja? Und lacht, spottet nicht. Ja? Und das ist natürlich sehr starr, weil wenn ich dann irgendwie jetzt neue Dinge baue, haben sie dann halt eben schon Regeln. Ne? Also neue Dinge werden natürlich nicht mehr in PHP gemacht, sondern die werden ja jetzt in der neuen Java-Welt mit Java Server Faces gemacht. Ja, und ihr merkt dann schon, es ist ein gewisser Widerstand, wenn ich jetzt mit den ganz neuen Sachen kommen will. Ja? Weil unter Umständen dann erstmal jemand sagt, räum doch erstmal den alten Kram auf. Ja? Also bevor wir hier ganz neuen Kram machen, jetzt etwas andere Art, wie man halt Technologien modernisieren kann, indem es nicht nur die alte Welt und die neue Welt, sondern eigentlich eher so einen Fluss gibt von Technologien. Ne? Man merkt schon, das ist ein bisschen anderer Punkt. Nächste Konsequenz, die läuft dann, wenn man so mag, eher so aus der Trennung der Services oder der Applikationen heraus, dass sie halt wenig Einfluss haben. Also kann halt einen Fehler, den ich halt irgendwo produziere, relativ isoliert betrachten, kann relativ schnell Funktionalität halt eben live bringen. Das ist spannend. Herausforderung finde ich natürlich auch. Ne? Also wenn ich halt eben sehr viele Technologien habe, ist erstmal heterogen, recht wenig überschaubar im Ganzen. Und wenn ich jetzt wirklich mal Features habe, die halt eben vielleicht eher übergreifenden Charakter haben, wird halt plötzlich trotzdem Koordinierung nötig. Und die ist natürlich sehr herausfordernd. Was ich auch nicht unterschätzen würde, Sie haben jetzt Teams, die für alles verantwortlich sind. Also James hatte das gerade cross-functional genannt. Das heißt, sie sind auch für den Betrieb verantwortlich und ich brauche auch das Know-how im Team, um halt entsprechend diese Dinge zu tun. Das heißt also, ich kann es nicht einfach irgendwie bei diesem dicken Zaun von James eben werfen, also jetzt betreib das mal, sondern es ist eher so wirklich so diese Idee, ich bin dafür verantwortlich, ich muss halt eben dieses Betriebs-Know-how auch bei mir im Team haben. Stellt sich so ein bisschen so die Frage, wie kriegen die das hin? Und eine Antwort, wie die das hinkriegen, ist dann genau so das nächste Detail, was ich euch gerne zeigen würde. Das ist, wenn man so mag, auch einer der Teile, für die Netflix besonders auffällig ist, so in der Szene, das sind diese ganzen Open-Source-Projekte. Man ist immer so ein bisschen beleuchten möchte, wo ist das angesiedelt, könnte man eigentlich ganz gut so einen Stack hinmalen. Das mal gemacht. Ganz unten wäre dann so die Amazon Cloud, so als Infrastructure as a Service. Und eigentlich wollen die Applikationen bauen, diese fachlichen Service, haben wir gerade gelernt. Um das einfacher zu machen, ist dann, wenn man so mag, halt eben unser Open Source Cloud Stack in der Mitte und macht dann quasi aus Amazon eine Plattform as a Service, wenn man so mag. Das heißt also, ich habe dann halt genau dort halt ein Programmiermodell, mit dem ich das halt eben leicht tun kann, Applikationen zu bauen dort in der Cloud und das ist wirklich groß. Also groß im Sinne von viele, viele Projekte. Ich habe hier einfach mal so ein lustiges Bild mitgebracht. Das ist nicht vollständig jetzt. Ne? Also es ist halt eben eine Momentaufnahme. Ich glaube, im letzten Jahr haben sie so ein gutes Dutzend neue Projekte reingebracht und sehr bunt, also auch was die Sprachen angeht, sehr bunt. Also genauso wie die verwendeten Sprachen für die Services sehr bunt sind, ist das hier auch so. Und sie sind auch sehr unterschiedlich. Also es ist auch so in der Art, wie man sie verwenden kann. Also viele Sachen sind sehr nah dran an Amazon-Technologien. Und wenn ich halt eben dort in der Cloud nicht unterwegs bringe, dann bringen die mir auch nichts. Dann gibt es wieder Sachen, das sind eher so Abstraktionen für Technologien, die ihr auch sonst benutzen könnt. Also für Cassandra beispielsweise. Und wenn ich jetzt Cassandra benutze, könnte ich die Sachen benutzen und habe da auch sonst eigentlich keine Einschränkungen. Ich weiß nicht, wer von euch programmiert Java?
Ja, das sind relativ viele. In der .NET-Welt gibt es so ein Konzept, das nennt sich Reactive Extensions. Das gibt es so in Java erstmal nicht. Netflix hat das in Java portiert. Es gibt also eine Bibliothek, Reactive Extensions for Java. Und das ist auch eins dieser Projekte. Und das kann ich so einfach als Ding benutzen. Das ist mehr oder weniger ein Jar-File. Also keinerlei weitere Abhängigkeiten. Und da merkt man schon, okay, da gibt es halt verschiedene Dinge zu entdecken, die interessant sind, also wenn ich das interessant finde. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, wo ist das unterwegs, ich habe ja dieses schöne Bild, dann ist das recht breit. Ne? Ich habe also bestimmte Themen, da kümmert sich jetzt die Cloud sozusagen drum, Amazon Cloud. Und dann gibt es halt viele, viele Dinge, wo ich dann quasi Hilfsmittel von diesem Open Source Stack kriege. Also einfach, gerade für querschnittliche Themen gibt es einiges, Abstraktionen für Datenbanken gibt es einiges, entsprechend Fehlertoleranz gibt es entsprechend prominente Sachen. Wenn man sich das im Detail mal angucken will, stellen die auch nette Sachen bereit. Also es gibt beispielsweise eine Beispielanwendung, die man sich einfach so runterladen und dann mit Gradle bauen kann, wo dann entsprechend dann zwei Services drin sind. Ich habe einfach mal ein Bild rausgepickt, will das jetzt nicht im Detail erklären, aber nur, wer neugierig ist, kann sich das mal angucken. Alles, was hier lila gemalt ist, sind solche Open-Source-Projekte. Also alle diese ganzen Dinge, die jetzt hier lila auf der Folie drauf sind, sind tatsächlich solche Elemente, die ich da in diesem Open-Source-Stack finde, die sich halt eben um verschiedene querschnittliche Themen kümmern. Wenn ich jetzt mir angucke, was hat das eigentlich für Konsequenzen, jetzt also für Netflix, für die Leute, die da Anwendungen bauen. Im ersten Moment ist das natürlich einfacher. Ne? Mir wird viel bereitgestellt. Ne? Ich habe halt eben weniger Anforderungen, kriege diese Abstraktionen für bestimmte Technologien, die ich da gar nicht so im Detail wissen muss. Kriege auch hier wieder schnell Features live. Ich habe auch eine sehr gute Unterstützung für bestimmte Architekturprinzipien, weil plötzlich werden halt doch wieder Sachen vereinheitlicht. Was ich noch ganz spannend finde, sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Widerspruch, die dürfen ja machen, was sie wollen. Insbesondere sind sie auch nicht gezwungen, diese Open-Source-Technologien zu benutzen. Denn wenn sie sagen, wir können das besser, dann machen die das besser, sind aber dafür verantwortlich. Ja, das heißt also, dort habe ich halt eben schon so ein ganz gute Steuerungsmechanismen auch drin. Die Tatsache, dass die Sachen als Open-Source-Projekte rausgebracht werden, dass also Leute von außen drauf gucken können, macht natürlich was mit der Qualität. Ich muss ja zumindest ein Minimum an Dokumentation muss ich offensichtlich irgendwie anfertigen, damit andere Leute das adaptieren können. Soll ja auch nicht völlig peinlich sein, kann man sich schnell überlegen, wenn man Sachen so rausgibt. Und der Hauptgrund, wenn man so mag, oder einer der Hauptgründe, warum das halt so auffällig ist, Netflix benutzt das sehr stark, um als Arbeitgeber irgendwie interessant auszusehen. Also guck mal, was wir für coole Sachen machen. Das ist eigentlich mal so die Linie, die noch da drunter steht bei den Vorträgen, die machen. Die haben auch sehr viele Talks zu Technologien, also in Vorbereitung so für die Sachen, die wir gemacht haben, uns eine ganze Reihe Talks angeguckt. Die haben sehr viele Talks über Technologien, wo einfach einzelne Dinge vorgestellt werden, gezeigt werden. Das schwingt da immer mit. Hat natürlich auch wiederum Konsequenzen. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Technologie kenne und ich fange jetzt bei Netflix an, müsste ich mir natürlich erstmal angucken, na gut, Cassandra kenne ich eigentlich, aber wie machen die das hier eigentlich genau? Und dann werde ich halt plötzlich mit diesen Abstraktionen konfrontiert. Das ist halt so mag halt schon auch immer so eine Überlegung, erleichtert das wirklich viel immer? Ähnlich, wenn ich jetzt wirklich ein neues Projekt starte und ich immer eine Überlegung habe, wenn das hier reinpassen soll, dann sollte ich ja dies und dies und dies am besten benutzen. Das heißt, so der Overhead, wenn ich jetzt ein neues Projekt starte, ist jetzt auch nicht unerheblich. Ein Thema, wo es tatsächlich sehr viel Unterstützung gibt, also wo man einiges entdecken würde, wäre genau Betriebsdinge. Ich hatte gerade gesagt, ja, das Team muss cross-funktional sein. Ich muss halt diese Inbetriebnahme, diese Betriebsaspekte, diese Beobachtungsaspekte, die muss ich halt im Team auch drin haben. Da brauche ich Support. Und es gibt gerade so für das Thema Deployment und dann Monitoring gibt es einige Sachen zu entdecken. Im ersten Moment könnte man sagen, naja gut, Unterstützung im Bereich Deployment brauchen die ja eigentlich nicht. Die können ja immer machen, was sie wollen und wann sie wollen. Was man so mag, also wir haben das mal so unterstützte Anarchie genannt. Ne? Also wir haben eigentlich erstmal wenig Regeln, außer dass es halt tun muss. Das aber bitte auf jeden Fall. Führt halt dazu, dass die halt sehr viele Deployments am Tag haben, sehr feinkörnig, Qualität halt eben auch selber sicherstellen müssen. Aber sie haben halt sehr viele Tools halt bereitgestellt, um das halt zu unterstützen. Und wenn man so mag, so die auffälligste Technologie, um das zu unterstützen, ist dann so die Deployment-Pipeline einfach mal aufgemalt. Wie bauen die eigentlich Software und nehmen sie dann in Betrieb? Wir haben jetzt entsprechend hier halt einfach mal so eine Kette. Am Anfang fängt es noch recht klassisch an. Ich habe halt eben eine Änderung, dann wird das halt eben gebaut. Jetzt hier diese roten Namen sind alles wieder Open Source
Technologien von Netflix. Das Gelbe da, das Jenkins, ist so ein Ausreißer. Ist eigentlich ein bisschen der Beleg dafür, dass sie dann doch nicht das Not-Invented-Here-Syndrom haben. Sie sind also durchaus auch in der Lage, Dinge zu adaptieren, die sie nicht selber gebaut haben. Also das Jenkins wäre dann ein Beispiel, was dann entsprechend das, die Applikation dann baut. Und wenn man so mag, die Applikation wird dann noch nicht deployed, sondern was dann halt eben gemacht wird, es wird ein Image gebaut, gebacken nennen die das. Da haben die auch eigene Tools für. Also obwohl es von Amazon welche gibt, haben die nochmal eigene. Und die das dann nochmal besser können. Und das, was dann tatsächlich in Betrieb genommen wird, sind Images. Das heißt also, es ist nicht so diese Idee, ich baue ein Image und nachher deploy ich meine Anwendung dann auf dem Image, sondern nein, sie starten das Image schon mit der Anwendung drin quasi. Ist alles schon fertig gebacken. Können entsprechend umschalten, auch teilweise umschalten, gucken, ob das alles gut ist. Und wenn dann alles gut ist, dann kann es entsprechend dann halt eben in Betrieb genommen werden, halt umgeschalten werden. Das ist also, wenn man so mag, schon ein recht schöner Weg, der da aufgezeigt werden kann, um da halt dieses Risiko so ein bisschen in den Griff zu kriegen, auch schnell zurückrollen können. Das wäre so eine der Konsequenzen, die ich dann habe. Ich kann halt eben sehr schnell zurück. Ne? Also wenn ich halt eben Produktionsfehler habe, dann ist das recht isoliert und ich kann das halt relativ schnell einkassieren. Ihr dürft im Hintergrund auch nicht vergessen, was die machen. Ne? Also schlussendlich, die streamen Filme. Also wenn da jetzt irgendetwas nicht funktioniert, hält sich das auch in Grenzen. Also ich drücke halt eben den Play-Button und dann, gut, dann kommt der Film nicht sofort. Oder ich bewerte einen Film, mache halt 4 Sternchen. Okay, hat jetzt nicht geklappt. Vielleicht drücke ich nochmal 4 Sternchen, vielleicht auch nicht. Ist halt keine Bank. Also man merkt dann schon, okay, ist ein anderer Schnack. Und so gesehen, dadurch, dass sie halt dieses sehr einfache Bezahlmodell haben, ne, ich bezahle halt nur einmal im Monat, ist das halt, was so Transaktionen angeht, halt alles ein bisschen überschaubar, was so Risiken angeht. Diese Toolkette, die nimmt mir halt eben genau auch viele Probleme da ab. Sie stellen auch insbesondere zum Beobachten dieser ganzen Cloud-Infrastruktur einiges bereit, was auch wiederum halt separat benutzt werden könnte von euch, wenn ihr das mögt. Ist natürlich jetzt mit diesem Umschalten ein bisschen teurer. Gut, es steht da doppelte Hardware. Ist ja Cloud ist ja keine Hardware. Ja, irgendwie halt doch. Ne? Und sie kostet ja auch. Das heißt also, wenn ihr solche Sachen macht, bezahlen müsstet ihr schon. Und stellt es mir auch spannend vor teilweise mit dem Deployment, wenn ich halt eben mehr oder weniger jederzeit Veränderungen im System vorhaben kann. Weil diese Probleme, die können ja dann einfach dadurch entstehen, dass ich einfach Pech hatte, dass jemand gerade vor mir was gemacht hat, was ich nicht wusste. Das darf ich mir dann halt eben angucken. Das heißt also, da habe ich halt eben schon so gewisse Herausforderungen, die ich dann halt eben auffangen muss. Aber es ist, wenn man so mag, auch genau der Grund, warum sie so im Bereich Logging, Monitoring auch eine ganze Menge machen. Einen habe ich noch, den ich spannend finde, nämlich die API. Netflix API ist auch so als Begriff recht prominent. Eigentlich haben sie zwei, wenn man im Bild gucken. Also ich habe zum einen halt eben so, das nennt sich hier Web API. Das ist so das, was ich halt eben beispielsweise im Browser mache, wenn ich nach Filmen suche, irgendwelche Sachen zusammenstelle, Dinge bewerte. Irgendwann drücke ich dann auf Play vielleicht und dann wäre dann der andere Part dran für Stream. Aber wir gucken mal entsprechend auf die Web API. Ich habe ja sehr viele Clients, ich habe sie mal aufgemalt, je nachdem, was für Zahlen man da nimmt. Ich habe auch durchaus schon Vorträge gesehen, wo die Leute angefangen haben, mit über 1000 Clients zu erzählen, also über 1000 verschiedene Clients. Muss man natürlich sagen, also wie zählen die da? Die zählen dann jeden Smart-TV-Modell einzeln. Also sonst komme ich natürlich nicht auf solche wahnwitzigen Zahlen. Nichtsdestotrotz ist es sehr bunt, also PlayStation ist auch dabei, Browser, die ganzen Tablets und so weiter. Also viele, viele verschiedene Clients, Devices. Und ja, 100 plus Services. Da stellt so ein bisschen die Frage, wie mache ich das? Wie würde man das klassisch machen? Also ein klassisches Bild sähe dann vielleicht so aus. Ne? Ich habe da so ein Gateway, kommen entsprechend die Anfragen dann rein, unter Umständen sehr feinkörnig. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn da jetzt oben vielleicht im Browser eine Seite zusammengebaut wird, so aus einzelnen Dingen, die da entsprechend dann halt eben auf der Seite visualisiert werden sollten. Das ist dann unter Umständen ein bisschen mühsam und so ein klassisches Muster so aus der Enterprise-Architektur wäre dann vielleicht sowas wie eine Remote-Facade, ne, wo dann entsprechend dann halt eben ein sehr grober Aufruf halt losgeschickt wird und dieser grobe Aufruf wird dann halt eben von einem Gateway runtergebrochen in kleinere Aufrufe. Und so machen die das nicht mehr. Also früher gab es mal, wenn man so mag, so ein Bild. Mittlerweile sieht das bei Netflix ein bisschen anders aus. Eher so, und dann wird es interessant. Was sie jetzt tatsächlich haben, ist, wenn ein Team für einen Client verantwortlich ist, nehmen wir einfach mal, was weiß ich, PlayStation, das Team, was halt eben für die PlayStation-Client verantwortlich ist, ist nicht nur für den Client verantwortlich, also der Code, der tatsächlich dann halt eben auf der PlayStation läuft, sondern es gibt da, so, wenn man so mag, so ein Pärchen, einen Teil, der auf dem Server läuft. Und der ist halt eben speziell getuned auf, jetzt in meinem Beispiel, die PlayStation. Und das Team ist auch für diesen Part verantwortlich. Das heißt also, das Team baut halt nicht nur den Client, sondern einen gewissen Teil halt eben des Servercodes mit.
Warum machen die das? Sie sind auf diese Weise halt in der Lage, wirklich speziell auf den Client perfekt zugeschnitten halt eben so eine User Experience hinzukriegen. Ja. Es gibt dann hier im Bereich halt Bibliotheken, die dort bereitgestellt werden, um den Leuten das ein bisschen zu erleichtern. Das wäre auch genau der Part, wo dann diese Reactive Extensions ins Spiel kommen. Und das ist dann auch genauso die Konsequenz. Ne? Ich kriege dann halt wirklich so eine User Experience hin, die halt für das spezielle Device getuned ist. Ne? Und ich habe natürlich auch wenig Abstimmungsaufwand zwischen den Leuten, die den Client bauen, und den Leuten, die halt eben für diesen Server-Part verantwortlich sind, weil die sind ja im gleichen Team. Das heißt also, das habe ich entsprechend dann halt eben, ich könnte jetzt, glaube ich, nochmal Conway's Law sagen, ne? Das ist entsprechend kommunikationsmäßig sehr gut zusammengebracht. Ne? Also kurze Wege. Und ich habe halt ein Framework, was mich dabei unterstützt. Ne? Also mich als Team. Müsste dazu sagen, das ist auch vielleicht sehr nötig, weil es sind eigentlich UI-Teams, die kennen sich mit Serverentwicklung vielleicht gar nicht so gut aus. Ne? Das ist natürlich schön, wenn denen dann halt was an die Hand gegeben wird, Erfahrung an die Hand gegeben wird, die entsprechend dann halt eben ja, Dinge erleichtern. Es entsteht jetzt natürlich eine ganze Menge client-spezifischer API-Code unten und es entsteht natürlich auch eine ganze Menge redundantes Zeug. Das kann man sich auch schnell überlegen. Ne? Weil es einfach diese Teams unabhängig voneinander Dinge bauen, dann habe ich das halt eben dann irgendwann zusammengesammelt. Generell vielleicht noch zur Historie, vielleicht dieses Bild noch. Lange Zeit gab es diese Netflix-API auch als Public-API und irgendwelche Apps konnten gebaut werden, die darauf zugegriffen haben. Das ist im November letzten Jahres dann eingestellt worden, ist also quasi abgeschaltet worden. Nur noch sehr wenige ausgewählte Apps können halt eben dann damit arbeiten. Von den restlichen Keys für den Zugriff ist dann entsprechend dann halt eben der Weg eingestellt worden. Das ist übrigens das der Weg und wächst immer weiter. Gut. Wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammensammeln wollen, ne, also was heißt das jetzt so an Ergebnissen? Wir haben das schon noch ein bisschen formaler gemacht, als ich das hier dargestellt habe, aber ich will euch jetzt nicht mit irgendwelchen Qualitätsszenarien oder Qualitätszielen langweilen. Nichtsdestotrotz, dass man mal so ein Bild kriegt, ne, also entsprechend entstehen dann solche Qualitätsbäume oder Utility Trees, nennt man dann auch, das dann auch, wo dann halt eben die Qualitätsziele heruntergebrochen werden. Ne? Ich habe jetzt hier beispielsweise so Sachen wie Verfügbarkeit, Benutzbarkeit, Modifizierbarkeit halt besonders stark auch herausgearbeitet und wir haben es entsprechend dann halt auch mal weiter runtergebrochen, was heißt das eigentlich genau, also ein konkretes Beispiel für die Anforderung hergeleitet, die halt eben dort halt eben mit abgedeckt wird. Also Folien kriegt ihr nachher, schickt ihr auch gleich nochmal rum, wo ihr die entsprechend halt finden würdet, aber da gehe ich jetzt mal im Detail nicht so genau drauf ein. Was ich spannend finde noch, wenn jetzt neben diesen Qualitätszielen, also diesen Qualitätsmerkmalen, die erreicht worden werden sollten von der Lösung, die Rahmenbedingungen, weil ich hatte ja versprochen, ne, so welche Rahmenbedingungen müssten gelten. Ich zeige einfach mal, was da so das war, was wir so als Ergebnis gesehen haben. Also was wäre der, so aus unserer Sicht, Set von Randbedingungen, von vorgegebenen Dingen. Deswegen viele Sachen davon sind organisatorisch. Also was müsste ich haben? Also das Erste, was wir gesehen haben, also ich müsste wohl ein Produkt entwickeln, was langlebig ist. Sonst würde das diesen Aufwand nicht rechtfertigen, den wir betreiben. Also Blick schon, langlebige Entwicklung eines Produktes. Und das Produkt müsste auch groß genug sein, dass es rechtfertigt, mehrere Teams zu haben. Das wäre schon so die erste Idee. Weiterhin, die Teams können selbstbestimmt arbeiten, also ich habe schon ein hohes Maß an Selbstorganisation, kann dort entsprechend dann halt eben den Leuten halt viel Freiräume geben, ne? Das muss schon möglich sein, ne? Und ihr habt es gerade gesehen, das ist jetzt eher schon eine technische Randbedingung, es muss auch möglich sein, in die Cloud zu deployen, nicht unerheblicher Part von dem Deployment oder von der Lösung basiert ja auf diesen Technologien dort, das muss schon auch gehen. Von der Fachlichkeit her oder vom Business her, das ist gerade schon erwähnt, ist halt eben keine Bank. Es muss schon auch okay sein, dass mal was nicht funktioniert. Das ist halt, wenn man so mag, Fehler sind da grundsätzlich okay. Und auch der Einsatz von Open-Source-Lösungen muss natürlich grundsätzlich auch okay sein. Das ist jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch so an die Zeiten erinnern könnt, wo das einfach mal eine Randbedingung war, dass man sowas nicht benutzen durfte. Ich habe das noch erlebt. Also ich bin älter, als ich aussehe. Also ich kann mich noch an Projekte in Versicherungen erinnern, also ersten Java-Projekte, wo halt eben die Randbedingung war, kein Open Source. Was ein echtes Ärgernis ist in der Java-Welt. Also der O-Ton war, dieses Frickelzeug kommt uns nicht ins Haus. Hm.
Also gut, und das ist dann total spannend, ne? Also wenn man dann halt eben so Entscheidungen treffen muss, so ja, jetzt müssen wir Logging machen, ne? Und wir hätten was kaufen können, das wäre erlaubt gewesen, aber es wollte uns einfach keiner ein Logging-Framework verkaufen. Und das merkt man schon. Also das muss okay sein, gut, aber gut. Die Sachen, die wir dann halt versucht haben, nochmal so richtig auf den Punkt zu bringen, wenn man so mag, aus meiner Sicht so das spannendste Part, sind dann so die Kompromisse. Also einfach mal so Kompromissaussagen, wo man so ein bisschen überlegen muss, passt das für mich, ist das für mich in Ordnung? Ne, ich habe jetzt mal so einen Punkt, Technologieentscheidungen auf Teamebene und Experimente zur besseren Erreichung qualitativer Ziele sind einer homogenen Landschaft mit hoher Integrität vorzuziehen. Also das muss okay sein. Und wenn ich jetzt an Unternehmen denke, die jetzt solche Abteilungen haben mit so einem Enterprise-Architektur-Board, ist das relativ weit weg von dem, was hier steht offensichtlich. Aber gut, das muss halt passen. Weiterhin, ne, also wie schnell bringe ich halt Funktionalität raus, da haben wir auch was für. Ne? Die schnelle Erstellung und Auslieferung von Funktionalität ist wichtiger als gut getestete Lösungen und Fehlerfreiheit in Produktion. Ja, also auch dort muss man sich überlegen, ja, also habe ich so ein Business, ist das für mich in Ordnung? Ja, ich war gestern beim Kunden, die liefern halt zweimal im Jahr aus und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass das da passt für das, was die da tun. Den Tests. Das ist also eben so ein bisschen so die gebauten Geräte, ne? Also ein bisschen was anderes als Netflix macht. Das ist schon halt ein Punkt, wo ich überlegen muss, passt das so für mich? Habe ich von dieser Geschwindigkeit überhaupt auch was? Ne? Das ist halt schon so eine Frage, die ich mir stellen muss. Gut. Innovationskraft und Wachstum sind sehr wichtige Aspekte der Softwareentwicklung. Kontrolle, Planungsfähigkeit und Statusaussagen gegenüber dem Management sind diesen Aspekten klar untergeordnet. Also auch das wäre ganz klar eher eine organisatorische Aussage. Redundante Entwicklungstätigkeiten und geringere Wiederverwendungsmöglichkeiten sind jederzeit in Ordnung, um herausragende Qualität und entsprechende Marktvorteile zu erzielen. Also wenn ihr euch da überlegt, dieser Tamtam, den die da bei den Clients machen, dieser Mehraufwand, den die auf den Clients machen, das hat vorrangig halt damit zu tun, dass halt eben diese Benutzbarkeit, diese User Experience, eines der wichtigsten Qualitätsziele ist für Netflix. Das ist auch richtig spürbar. Also wenn man mit Leuten redet, also ich habe das einmal so erlebt, das habe ich glaube ich nie wieder so griffig gehabt, ich habe mich eine Assistentin beim Kunden unterhalten, ja, Netflix kenne ich, das wäre total toll, wenn ich im Wohnzimmer gucke, meine Serie, und ich drücke da auf Pause, und ich gehe dann halt in die Küche und mache da mein Tablet an, kann ich genau an der Stelle weitergucken. Amazon kann das nicht. Das ist eine beachtliche Beobachtung. Ne? Das ist genau dieses Begeisterungsfeature. Ne? Die haben halt schon auch genau dieses Ziel, ne? Also wenn ich jetzt halt vergleiche mit anderen, anderen Anbietern, ne, haben die schon auch das Ziel, wir müssen eigentlich immer den besten Client haben. Also wenn ihr den besten Client habt, also wenn jetzt unser Client verglichen wird mit dem Client auf dem gleichen Gerät für eine andere Plattform, müssten wir eigentlich immer den besten Client haben. Also das sind so genauso Ziele, die sie da haben. Es ist wichtig, auf schwankende Systemlast sowie Hard- und Softwarefehler zu reagieren, ohne Verfügbarkeit einzubüßen. Kosten für Redundanzen und etwaige Inkonsistenzen sind geringe Opfer. Ja. Ist auch ganz auffällig, also viele Leute argumentieren ja dann mit der Cloud auch eher so mit Geld, ne? Wir sparen Geld. Wenn man da mal ein bisschen guckt, da gibt es auch passende Talks zu bei InfoQ, einfach jemand mal gefragt, was glaubt ihr, wie viel Geld habt ihr jetzt dadurch gespart, dass ihr diese Sachen halt bei Amazon laufen lasst? Und die Antwort war, fand ich recht erhellend, deswegen haben wir das gar nicht gemacht. Also er war sich gar nicht mal sicher, ob sie überhaupt irgendwie Geld gespart hatten, aber das war auch gar nicht der Punkt. Also der Punkt war eher, wir machen jetzt einen Schritt von, ne, also vorher haben wir halt eben diese DVDs verschickt, jetzt haben wir halt eben einen anderen Punkt. Wir brauchen ein größeres Rechenzentrum und niemand ist mutig genug zu sagen, wie groß. Das heißt also, diese Wette jetzt einzugehen, ne, wir bauen es jetzt so groß, weil das wird wohl reichen, da war halt keiner bereit, das zu gehen. Und dann ist halt eben dann schon interessanter zu sagen, ich gehe dann halt in die Cloud. Selbst wenn es am Ende ein bisschen teurer war, ist es sicherlich noch teurer, wenn ich da halt die Wette verliere. Gut. Die langfristige Brauchbarkeit und zeitgemäße Ausprägung der Lösung rechtfertigt höhere initiale Aufwände für Framework- und Infrastrukturkomponenten. Da habt ihr natürlich sehr stark dann diese Open-Source-Punkte auch drin, hat es eben auch gezeigt, also diese Attraktivität als Arbeitgeber spielt eine große Rolle und die wollen ja auch attraktiv bleiben. Ne, das heißt, also es muss schon auch weitergehen und das heißt, also dieses Zeitgemäße hat da schon halt eben auch eine recht große Bedeutung. Ne, das ist halt immer ein sehr lebendiger Punkt. Wenn ihr in dem Bereich weiter gucken wollt, ne, das war jetzt, wenn man sagen, wirklich sehr High-Level drauf geguckt, gibt es natürlich viele Stellen,
wo man tiefer reingucken kann. Und ich wollte einfach mal so ein paar Quellen nennen, wo ich sagen würde, das ist interessant, das ist spannend oder auch da haben wir entsprechend halt unsere Sachen hergenommen oder hergezogen. Das erste, wenn man so mag, auffälligste und detailreichste, was es so an Lesen gibt oder zum Lesen gibt, ist sicherlich der Tech-Blog von Netflix. Sie haben einen eigenen Blog, wo sie halt sehr viele Entscheidungen darstellen, also das ist dann recht beachtlich, also dass sie nicht nur zeigen, das ist unsere coole Technologie, sondern wirklich auch herleiten, das sind die Anforderungen, die wir hatten, so haben wir das vorher gemacht, da haben wir aber keine guten Erfahrungen mitgemacht, deswegen sind wir im nächsten Schritt halt hierhin gegangen, gerade hier für die API-Geschichte kann man sich da eine ganze Menge angucken. Wer nicht gerne liest, sondern lieber hört, habe ich auch was für, und zwar gibt es das Software Engineering Radio, ich weiß nicht, wer das kennt, kennt das jemand? Das ist so ein Podcast und da gibt es die Folge 216. Und die Folge 216 ist, glaube ich, relativ frisch, ne? Ist, glaube ich, Dezember vielleicht sogar, also relativ frisch. Ich glaube, irgendwo taucht es auf. Ja, also wenn das da oben stimmt, ist es Dezember. Gibt es halt von Adrian Cockcroft ein Interview, Gespräch mit Stefan halt, wo halt über verschiedene Dinge redet, aber unter anderem halt eben auch über den Weg, den sie bei Netflix gegangen haben, weil Adrian ist der ja, Cloud-Architekt, glaube ich, stand irgendwann mal in so einer Tagline drin gewesen, für diese Lösung. Das wäre also der Hörtipp, ja, wenn man so mag. Gibt auch noch einen Live-Tipp, weil Adrian ist ja hier. Das heißt also, ihr könntet heute Abend ins Panel gehen und da insbesondere, glaube ich, auch Dinge erfragen und finden, wo es eher so um strategische Entscheidungen geht. Also wirklich also detaillierte Dinge. Ich glaube, der Talk von Adrian ist erst morgen. Aber was heißt erst morgen? Ihr seid ja wahrscheinlich morgen noch alle da. Gut. Wer nicht so lange warten will, auch da habe ich noch eine Lösung für. Wer nicht so lange warten will, es gibt hier direkt im Anschluss gibt es einen Talk von Oliver Gierke über Spring Cloud. Spring, weiß nicht, wer kennt Spring? Okay. Derjenige, der es nicht kennt, ist im Prinzip so eine Abstraktionsabstraktion. Ich das mal so nennen. Das macht Spring. Ja, es trifft also. Und wer Spring kennt, dem wird im Prinzip diese Technologie dann mundgerecht geliefert und viele Leute lernen Technologien kennen, indem sie sich angucken, wie Spring das quasi ja, so gemacht hat, dass auch wir das benutzen können, sage ich mal so ein bisschen despektierlich. Und insbesondere gibt es halt eben für die Netflix Lösung gibt es so ein Unterprojekt, ne? Das heißt dann Spring Cloud Netflix heißt das dann. Und ich habe eben mal kurz mit Oliver gesprochen, das ein oder andere wird er dann auch daraus zeigen. Also es geht jetzt nicht nur darum und ich glaube auch noch nicht mal, dass es ein Schwerpunkt ist, aber einzelne Dinge wird er daraus auch zeigen. Das wäre also auch eine Möglichkeit, was man sich live gleich angucken kann. Was man sich natürlich auch noch unbedingt angucken kann, sind natürlich diese ganzen Open-Source-Projekte. Da gibt es also so einen eigenen Einstiegspunkt, wenn man so mag, bei GitHub, wo all diese Sachen zu finden sind. Und es gibt halt eben auch einen, wenn man so mag, recht prominent, also ich habe leider hochgescrollt, das war ein Fehler. Runterscrollen, ganz oben gibt es halt eben, die haben wahrscheinlich mittlerweile auch erkannt, die Leute werden erschlagen von all diesen Projekten, gibt es halt so einen Einstiegspunkt, halt, wenn man so mag, ein Exempel, was halt eben zwei Services halt eben zeigt, wie die gebaut werden mit so einer Handvoll Technologien, die halt hier eine Rolle spielen. Und das kann man halt entsprechend selber bauen, durchspielen, laufen lassen. Das ist halt eben auch ein guter weiterer Punkt, um mit den Technologien in Berührung zu kommen. Und ja, aus meiner Sicht, mehr habe ich erstmal nicht parat. Das bringt uns ein bisschen Raum für Fragen, wenn ihr welche habt. Aber erstmal vielen Dank für eure Geduld. Okay, wer eine Frage hat, einfach kurz mit der Hand in der Luft wedeln, kriegen wir hin. Keine. Ja, das kann nicht sein. Totgelabert. Von. Der Praxis aus, wer benutzt denn eigentlich Netflix jetzt mal so diese Open-Source-Geschichten? Weil wir hatten auch mal drauf geguckt und haben festgestellt, ziemlich schwierig, das zu adaptieren. Okay, ich glaube, also die Frage ist halt eben, was will ich machen? Also wenn ich jetzt den ganzen Stack adaptieren will, ist total einfach, da musst du halt nur eine Video-Online-Plattform sein. Dann passt das total gut. Ja, gut, das ist eine billige Antwort. Bei einzelnen Dingen sieht das schon anders aus. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ja, ich will halt eben bei Amazon deployen, das, was wir machen, ist schon relativ groß, kommt da gar nicht mehr mit klar. Das Problem haben die bei Netflix natürlich auch gehabt, da haben die dann Asgard gebaut, das ist quasi eine
gepimpte Konsole, wo bestimmte Probleme mit gelöst werden, die ich halt so im Enterprise-Umfeld schnell habe. Also gerade auch so die Frage, wer hat jetzt eigentlich zum Beispiel die Kennwörter, die Zugangsdaten für die Cloud, solche Geschichten. Das ist ja organisatorisch jetzt gar nicht so trivial. Und solche Dinge haben sie dort gelöst und auch dieses Zusammenfassen, diese Autoscaling-Groups, diese Geschichten, die werden halt eben von diesem Tool sehr gut gelöst. Das löst halt genau ein Problem. Und die Sachen werden auch viel benutzt, auch so die Abstraktionen für Cassandra, das wird durchaus auch benutzt von halt eben Leuten, die genau dieses Problem haben. Aber man merkt schon, dass man muss halt eben sich ein bisschen genauer angucken, jetzt einfach so wie so beim Memory, so einfach zu gucken, welche Karte passt jetzt da ganz gut, das wird wohl nicht gehen. Und denke mal auch schon, so die Verbreitung ist auch sehr unterschiedlich. Gibt entsprechend halt auch so ein Bewertungssystem mit den Stars, kann man schon auch gucken, wenn es viele Stars hat, dann ist das vielleicht auch schon, wenn man so mag, ein bisschen abgehangener. Diese Reactive Extensions for Java beispielsweise habe ich schon öfter gesehen, dass die Leute das einfach spannend fanden. Finde es auch, wenn gerade so aus der Java-Welt kommt, wo ich auch herkomme, ein ganz interessanter Zugang. Oh, das ist interessant, das gibt es in Java nicht. Bei .NET gäbe es das. Oh, da ist eine Implementierung. Das Buch, was ich gelesen habe, es gibt bei Amazon ein relativ günstiges E-Book für .NET. Aber die Beispiele konnte man alle direkt übernehmen. Also die haben die API direkt 1:1 portiert. Also die Beispiele liefen alle auch in Java. Das fand ich ganz witzig. Also so gesehen, man findet da schon Sachen. Ja. Weitere Fragen? Ich habe sonst noch eine. Ja. Du hast bei deinen Trade-offs, irgendwo hast du so eine Aussage gehabt, man muss bereit sein, Fehler in Produktion einzugehen. Die genaue Wording kriege ich nicht mehr hin. Okay. Na, das klang so, als würde Netflix es weniger wichtig nehmen und sagen, da kann auch irgendwas schief gehen, ist doch egal. Und als wäre das bei Organisationen, die so lange QS-Phasen haben, das war so das andere Bild, diese zwei Releases, unsere geliebten Versicherungen. Ja. Das klang so, als würden die mehr Wert auf Qualität legen. Glaubst du das wirklich, dass Netflix weniger Wert auf Qualität legt? Nein, ja gerade nicht. Weil wenn ich jetzt den Effekt hätte, dass beispielsweise, also mit den Sternen ist ja ein schönes Beispiel, ob jetzt die Bewertung durchgeht oder nicht, ist ja irgendwie nicht so wichtig. Wenn ich jetzt aber zweimal einen Film bewertet hätte oder versucht hätte, es zu bewerten, dann würde ich sagen, das hat jetzt nicht geklappt, dann habe ich halt schon eigentlich das Vertrauen in die UI und das Ganze verloren. Und das, wenn man so mag, kollidiert ja schon mit dem Ziel, dass man eine gute User Experience hat. Das heißt also, so ganz krass ist es schon nicht. Es ist halt, man muss auch schon auch differenzieren, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Die haben halt bestimmte Bereiche, da spielt das halt schon eine Rolle. Also ich habe ja dann schon auch so Sachen wie Payment und Kreditkarten und so habe ich da schon auch drin. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie alles egal oder so. Es gibt halt schon so bestimmte Bereiche, wo ich halt eine höhere Verlässlichkeit erwarten würde. Und die haben sehr wohl auch Bereiche, wo noch relationale Datenbanken laufen. Es ist jetzt ja nicht so, dass die alles auf NoSQL umgeworfen haben. Und das heißt also schon noch so, dass halt eben bestimmte Bereiche dort anders gelöst werden als andere. Passt das als Antwort? Oder? Ja, ja. Was ich noch ganz spannend finde, vielleicht als Ergänzung, wenn man so mag, die Freiheit der Teams ist ja relativ groß. Sie können technologisch mehr oder weniger machen, was sie wollen. Die können sogar das Betriebssystem ein anderes nehmen. Also es gibt zwar ein Base-Image, das würde empfohlen, aber wenn sie das nicht nehmen wollen, auch gut. Hauptsache, ihr kriegt es halt eben am Ende halt da in die Cloud reingeschoben. Und was ich jetzt bei Kunden, wo ich bin, also mehr konservative Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber schon erlebe, was halt in eine interessante Richtung geht, dass die halt überlegen, wie viel geben wir eigentlich vor, und wo lassen wir Freiräume? Also diese Gratwanderung, wie viel geben wir eigentlich vor, wie viel Freiräume geben wir? Ich glaube, du hast das mal genannt in so einem Talk, so Makroarchitektur und Mikroarchitektur. Also was ist eigentlich unsere Makroarchitektur? Wo muss sich eigentlich jeder dran halten? Also was sind einfach Dinge, wo wir erwarten würden, dass das halt jeder auch tut, beziehungsweise wenn er davon abweicht, müsste er schon sehr gute Gründe haben. Und was ist so der Spielraum? Und das erlebe ich bei einer ganzen Reihe von Unternehmen, dass sie halt in diese Richtung gucken und sagen, ja, so wild werden wir das wohl nicht machen, aber wir wollen halt eben mehr Freiheiten geben, einfach um den Teams halt mehr Möglichkeiten geben, auf ihre spezifischen Probleme halt eben gute Lösungen zu finden und nicht nur die alte Welt und die neue Welt zu haben und die Leute gehen dann alle. Stefan, du meintest gerade 100 Deployments am Tag oder mehr, das hört sich ja erstmal beängstigend an, wenn man aus der alten Java-Welt kommt. Wie stabil sind denn die APIs? Also die Clients selber nutzen ja nicht die Services, sondern ich habe mein Gateway davor oder was auch immer, also die Client-APIs. Wie stabil sind die nach außen hin? Was meinst du mit außen? Also ich als Smart-TV nutze ja nicht direkt den Service, sondern ich nutze das Client-Gateway dann letztendlich. Ja, Sie haben ja, ich mache das Bild nochmal hin. Sie haben ja, wenn man so mag, dann eine schöne Lösung gefunden. Ja? Da ja das Team sowohl für den, was jetzt hier Adapter heißt, und den Client verantwortlich ist,
ist also so gesehen das eigentlich so der Bereich, den haben Sie noch im Griff. Spannend ist natürlich das API, was jetzt hier darunter sich bewegt und dann auf die Services geht. Das wäre eigentlich der interessante Part, weil bei all den anderen Dingen habe ich das ja sozusagen im Griff. Das, wenn man so mag, auch ein Designprinzip, ne? Interface Segregation Principle. Ne? Die Clients haben alle ein spezifisches Interface. Ist da unten, müsste relativ stabil sein. Weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man auch dazu sagen, also wenn man sich die Informationsquellen anguckt von Netflix, es gibt sehr viel zu Technologien, schon deutlich weniger zu Fachlichkeit und sehr wenig zu organisatorischen Sachen. Das fand ich sehr auffällig. Weil dort kommen insbesondere auch spannende Fragen natürlich. Ne? Was ist denn jetzt, wenn die wirklich ein Feature haben, was übergreifend wäre? Wie klären die das? Wer ist denn dafür verantwortlich? Haben die einen Product Owner? Da findet man relativ wenig zu. Wenn ihr da was zu gucken wollt, ich weiß nicht, Spotify kennt ihr wahrscheinlich auch. Spotify, ähnlicher Schnack. Aber das, was die halt eben rausbringen, geht deutlich mehr Richtung Organisation. Und da wäre eventuell auch eine Lösung zu finden vielleicht, wie die das machen. Geht in die Richtung, du hast über Open Source gesprochen, dass sie viel Open Sourcen. Mhm. Wenn man sich das anguckt, ist die Qualität, was die Dokumentation angeht, sehr unterschiedlich und auch die Aktualität. Zum Teil sieht man neue Branches, aber ohne Dokumentation. Mhm. Weißt du, wie die das organisatorisch machen? Gibt es ein Team, das sich darum kümmert, Sachen Open Source zu bringen oder entscheidet das hier das Team für sich? Oder wie treiben die das, dass das überhaupt passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt halt eben schon so bestimmte Schritte, dass sie sagen, so das ist jetzt eigentlich etwas, was geeignet wäre. Es entsteht ja schlussendlich erstmal innerhalb eines Teams. Da muss ich sagen, okay, das ist eine gute Lösung. Wie der Prozess aussieht, dass das Team das dann tatsächlich entscheidet, dass das jetzt was wäre, weiß ich nicht. Es ist aber auch schon so, dass es recht häufig ist. Also ich hatte die Zahl 12, hatte ich mir mal gemerkt für letztes Jahr, also 12 neue. Und dass die sehr unterschiedlicher Qualität haben, habe ich auch gesehen, ja. Das stimmt schon. Das hat natürlich auch sehr damit zu tun, gelingt es diesem Projekt jetzt eine Community aufzubauen außerhalb von Netflix. Also dann wird es ja eigentlich erst richtig interessant. Das ist ja genau der Punkt, den du meintest, ne? Wer benutzt das eigentlich in dem Moment, wo das so eine Relevanz hat, dass ich wirklich Contributions auch noch von außen kriege, dann steigt das ja dann auch genau mit dem Punkt, gibt es Beispiele dazu, gibt es Dokumentation dazu, dann wird es ja größer. Was ist denn bei der Architekturbewertung eigentlich rausgekommen? Ja, also bei Architekturbewertung gibt es ja eigentlich keine Noten. Ja, das heißt also gut oder schlecht gibt es ja eigentlich nicht. Normalerweise würde bei einer Architekturbewertung rauskommen, dass halt die Entscheidungen, die du getroffen hast, halt eben zu den Anforderungen passen oder halt eben oder auch nicht oder bestimmte Risiken halt eben da sind, bestimmte Ziele nicht erreicht werden. Da wir ja nun eine umgekehrte Architekturbewertung haben, kann man da eigentlich nur sagen, naja, wir haben ja eigentlich eher so die Anforderungen reverse-engineert. Jetzt könnte man da sagen, wenn ich jetzt diese Rahmenbedingungen habe, wenn ich diese Qualitätsziele habe, dann passt das perfekt. Ja, also, aber wie gesagt, Noten gibt es da typischerweise eher nicht. Das ist aber für manche Entscheider eine Enttäuschung in echten Architekturbewertungen. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja von Netflix unabhängig, diese Bewertung? Ja. Ja. Und gab es denn eine Reaktion von Netflix? Bis jetzt noch keine gehört. Nun haben wir das natürlich auch, also vorrangig halt Ende letzten Jahres halt auf Deutsch halt gezeigt. Bis jetzt noch nicht, nee, aber könnte man eventuell herbeiführen. Ne? Also weiß nicht, nee. Genau, also das habe ich gar nicht gesagt, stimmt. Also ich habe mit Netflix nichts zu tun, außer dass ich da ab und zu mal was gucke. Das ist halt einfach für uns eine Fingerübung gewesen. Wir haben einfach das Problem gehabt, wenn wir Architekturbewertung machen bei Kunden, die Kunden sind meistens nicht daran interessiert, dass wir nachher auf Konferenzen zeigen, was das Ergebnis der Architekturbewertung war. Was ich schade finde. Ja, also. Gut. Okay, weitere Fragen? Gut, dann nochmal vielen Dank, Stefan. Gerne.